Moin moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und ich bin heute wieder euer Pilot. Unser heutiges Reiseziel ist die App LiveQuiz. Und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. Öffne Live-Quiz. Du hast 10 Sekunden, um jede Frage zu beantworten. Du gewinnst, wenn du alle richtig beantwortet hast. Wenn du verlierst, kannst du weiterspielen und im Wochenpreis-Ranking aufsteigen. Vervollständige dein Profil und du erhältst automatisch deinen Preis. So, normalerweise würde jetzt das Quiz beginnen. Und wie man sieht, das Einzige, was wir immer aufploppt, ist schlechte Verbindung. Gut, also das war's dann wohl mit der App. Jeden Tag um 20 Uhr, manchmal auch zweimal am Tag. Wie funktioniert's? Montag bis Sonntag spielen, als so viele richtige Antwortpunkte. Die besten 100 Spieler teilen sich einen Amazon-Gutschein im Wert von 500 Euro. Am nächsten Montag werden die Punkte zurückgesetzt und es geht von vorne los. Die Punkte für das Ranking werden wie folgt berechnet. Wenn man jetzt zum Beispiel zu den 200 Personen von insgesamt 1000 Spielern gehört, die eine Frage richtig beantworten, also 80 Punkte. Minimum, je beantwortete Frage sind 20 Punkte. Die Preise werden verschickt alle 3 bis 4 Wochen automatisch in Blöcken. Die E-Mail-Adresse muss man angeben, damit der Preis verschickt werden kann. Die Verbindungsgeschwindigkeiten, ab einer Verzögerung von 3 bis 4 Sekunden kann man die Frage verlieren. Wenn man denn mal eine Frage gestellt bekommt. Aber wie man hier sieht, passiert hier gar nichts. Also im Endeffekt kann man sagen, momentan funktioniert die App nicht. Wie verdienen die Geld? Ohne die Spieler zur Kasse zu bitten. Die Werbespots während des Countdowns sollten dahingehend niemanden stören. Also Werbung während des Countdowns. Wir hatten hier wieder einen Countdown, noch Werbung. Mindestalter ist 18. Hinter LiveQuiz steckt Bending Spoons. Sonstiges bei Fragen bitte an livequiz-de@bendingspoons.com. Hier kann man noch mal bewerten und hier kann man noch mal die Entwickler kennenlernen. Beim Zahnrad sind die Einstellungen, persönliche Daten, Werbemitteilung, Spielort. Dann sieht man noch mal den Profilnamen, das Profilbild ist jetzt hier bei mir der Hamster. Momentane Gewinne, die kann man auch noch mal verwalten. Und das wöchentliche Ranking. Dann auf deine Gewinne sieht man noch mal die Gewinne. Und die besten Live-Quiz-Spieler aller Zeiten. So, ich hätte es euch natürlich gerne gezeigt, aber wie ihr seht, funktioniert es seit 3 Tagen nicht. So, dadurch, dass die App ja seit 3 Tagen nicht funktioniert, warum auch immer, einige Kommentare sagen, dass es wohl leider nicht mehr hier in Deutschland gibt, aber es gibt keine Info darüber. Daher kann ich momentan keine Wertung geben als die 0 von 5 Sternen. Ich halte euch auf den Laufenden. Ich habe denen geschrieben, mal sehen, was sie sagen. Und bis dahin, abonniert den Kanal. Macht's gut.